Räumung von Hauptschule, Hausbesetzer gingen freiwillig, doch dann brennt ein Auto. Das Eingangstor der von Asylbewerbern besetzten Gerhard-Hauptmann-Schule in Berlin-Kreuzberg. Berlin-Minus vor der Räumung der besetzten Gerhard-Hauptmann-Schule in Berlin-Kreuzberg hat es am frühen Donnerstagmorgen zunächst keine Proteste gegeben. Die Polizei betrat schon vor Eintreffen der Gerichtsvollzieherin das Gelände und Gebäude der früheren Schule in der Ohlauer Straße. Von den zuletzt 11 Flüchtlingen, die als Besetzer dort noch gelebt hatten, war nichts zu sehen. Auch Demonstranten waren zunächst nicht dort. Auf größere Absperrungen der Straßen verzichtete die Polizei. Nur der Bürgersteig wurde gesperrt und die Polizei ließ einige Autos abschleppen. Ruhig war es auch in der Nacht geblieben. Die Polizei hatte am Donnerstagmorgen keine Meldungen über Zwischenfälle, wie eine Sprecherin sagte. Die Schule soll mehr als 5 Jahre nach der Besetzung am Donnerstagmorgen geräumt werden. Eine Gerichtsvollzieherin soll am Vormittag vor Ort eintreffen. Ganz in der Nähe der besetzten Hauptschule brannte in der Nacht ein Auto. Etwa 2 Kilometer von der Schule entfernt in der Lobeckstraße brannte in der Nacht ein Auto aus. 2 nebenan parkende Wagen wurden beschädigt. Hinweise auf einen Zusammenhang mit der Räumung hatte die Polizei zunächst nicht. Wir ermitteln wegen Brandstiftung, haben derzeit aber keine Hinweise auf ein politisches Motiv, erklärte ein Polizeisprecher. Dies könne sich aber im Laufe der Ermittlungen jederzeit ändern. Auch in Berlin-Pankow gingen kurze Zeit später 2 Autos in Flammen auf. Auch hier liegen den Angaben zufolge bisher keine Hinweise auf ein politisches Motiv vor. Da der 8.22 Uhr die seit mehr als 5 Jahren besetzte Gerhard-Hauptmann-Schule in Berlin-Kreuzberg ist am Donnerstagmorgen von einer Gerichtsvollzieherin und der Polizei offiziell geräumt und dem Bezirk übergeben worden. Polizeisprecher Winfried Wenzel sprach von einem ruhigen Verlauf und einer entspannten Situation. Die Polizei sei zwar mit einigen Hundertschaften in der Umgebung gewesen, aber die Kollegen würden zum großen Teil schnell wieder abgezogen. Dann ist das Thema Gerhard-Hauptmann-Schule für uns als Polizei erledigt. Einige Hundertschaften waren vor Ort, mussten aber nicht einschreiten.